Fußballgezech. Prognose für den 17. Spieltag am 21.02.2009 nach der Winterpause. Auto seltsam Genzi. Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar: erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Boleslav 2:1 und für Brno 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Boleslav gegen Brno, wäre zu tippen, Boleslav mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Brno gegen Boleslav lauten, dann müsste der Tipp für Brno lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Boleslav 1:1 oder Tipp 0. Brno 1:1 oder Tipp 0. Budovoke 1:1 oder Tipp 0. Jablonek 0:2 oder Tipp 2. Kladno 0:2 oder Tipp 2. Liberec 1:1 oder Tipp 0. Olomouc 2:1 oder Tipp 1. Ostrava 3:1 oder Tipp 1. Gzen 2:0 oder Tipp 1. Praha Bohemians 2:2 oder Tipp 0. Praha Slavia 2:0 oder Tipp 1. Praha Sparta 2:2 oder Tipp 0. Příbram 1:1 oder Tipp 0. Teplice 1:1 oder Tipp 0. Cískov 0:1 oder Tipp 2. Zlín 0:2 oder Tipp 2. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 29.11.08. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 29.11.08 gespielt haben. Boleslav 2:0. Brno 0:0. Budovoke 0:2. Jablonec 1:3. Kladno 0:5. Liberec 0:0. Olomouc 0:4. Ostrava 2:1. Gzen 4:0. Praha Bohemians 2:0. Praha Slavia 0:0. Praha Sparta 5:0. Příbram 0:0. Teplice 2:0. Cískov 0:2. Zlín 0:2. Halbzeit-Halbzeitstand. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team, Halbzeit-Halbzeitstand. Boleslav 1:1 oder Tipp 0. Brno 1:1 oder Tipp 0. Budovoke 1:1 oder Tipp 0. Jablonec 1:1 oder Tipp 0. Kladno 0:2 oder Tipp 2. Liberec 1:1 oder Tipp 0. Olomouc 2:1 oder Tipp 1. Ostrava 3:1 oder Tipp 1. Gzen 2:0 oder Tipp 1. Praha Bohemians 2:2 oder Tipp 0. Praha Slavia 2:1 oder Tipp 1. Praha Sparta 2:2 oder Tipp 0. Příbram 1:1 oder Tipp 0. Teplice 1:1 oder Tipp 0. Cískov 0:1 oder Tipp 2. Zlín 0:2 oder Tipp 2. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Halbzeit-Halbzeitstand-Prognosen berücksichtigt der 29.11.08. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit-Halbzeitstand zuletzt am 29.11.08 gespielt haben. Boleslav 0:0. Brno 0:0. Budovoke 0:2. Jablonec 0:2.
Knatno 0:1. Liberec 0:0. Olomouc 0:1. Ostrava 2:0. Plzeň 1:0. Praha Bohemians 2:0. Praha Slavia 0:0. Praha Sparta 1:0. Příbram 0:0. Teplice 2:0. Cískov 0:2. Zlín 0:0.